Ich bin jetzt auf der Intermodellbau bei Märklin am Stand. Starterpackung, Personenzug der CD. Ich hoffe, ich sage das richtig. Und zwar für Trix H0. 21 7 505. Dann geht es hier oben weiter. Niederbordwagen Z. 2 Stück, 47 159. Dann haben wir dann einen Schiebeplanwagen, die 47 153. Einen Durchgangswagen dort hinten im Bild. Und dann haben wir eine Elektrolokomotive, die 39339, die 183 im Bild. Und hier vorne nochmal ein Schiebeplanwagen. Hier sehen wir ein Handmuster. Diese Lokomotive 39201, die BR 220 der Deutschen Reichsbahn, gibt es auch als Trix H0 Modell. Wie gesagt, noch alles Handmuster hier ausgeführt. Und dann Rundwagen Set dahinter, die 47154 im Bild. Das nächste Handmuster. Hier haben wir jetzt auch wieder ein Handmuster, und zwar Doppeltaschenwagen 6-Achser. Hier mit einem Schenker-LKW drauf. Dies gibt es als 47470 für Märklin H0, und für Trix H0 ist es die 24470. Und hier seht ihr mal die Spritzgussform noch dazu. Ein Doppeltaschenwagen, hier unten ist die 47472. Gehen wir tiefer. Zugpackung. 26931 der Metropolitan Express. Auch nicht schlecht. Wenn ich tiefer gehe, das sind ja auch ganz schöne Wagen. Hopper K-Set. Guckt euch das mal an. Hopper K-Set gibt es für Märklin 45665 und 45665. Für Trix H0. Ein weiteres Handmuster, Schnellzugwagen Set 40361 und die Elektrolokomotive 30311. Das seht ihr hier im Bild. Das ist das. Das sind die Handmuster, die hier zu sehen sind. So, gehen wir gleich mal weiter. Handmuster, Elektrolokomotive 37829 oder 22198, der 120. Danach haben wir ein Personenwagen-Set. Hier gibt es auch für Trix unter 0. Märklin 43767 oder die 23142. Personenwagenset hier auch wieder 43768 mit Restaurant. Und da oben auch noch mal da ganz oben dreiachsiger Reisezugwagen als Liegewagen ganz oben zu sehen. Und hier unten Personenwagen-Set Königssee. Dann gehen wir mal hier runter. Hier haben wir ein Handmuster, Zugpackung. Diese Kleinlokomotive Bauchreihe 335. Und was auch neu ist,
beziehungsweise hier zu sehen ist, die Doppelkreuzungsweiche 24720. Handmuster. Schnellzuglokomotive. Guck mal hier tiefer. Elektrolokomotive, schwere Doppel-E-Lokomotive hier. Die AE 8/17, 25, 590 als Trixanol oder 38, 500 als Märklin-Version. Dann hier drüben Hochgeschwindigkeitszug. 39811. Go Bruno. Oder als Trix-Version die 25811. Jetzt geben wir hier mal eine Etage tiefer. Die Zweikraft-Lokomotive 39295 gibt es auch als Trix-Version. Hier passend zur Europameisterschaft gibt es diese E-Lok. Schnellzugwagenset 43936. Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon war. Personenwagen, diese Lok. Aber ich glaube, das haben wir uns schon mal angesehen hier. Dann zu guter Letzt hier die Vitrine. Und zwar haben wir hier ein Handmuster. Dampflokomotive in Z. Dampflokkarton P8 mit Kastenpender. Hier. Und was wir da hinten sehen, das passende Personenwagen-Set. 87568. Und hier die Lokomotive, die 88995 als Nummer. Dann haben wir hier die 88229 Elektrolokomotive Reihe 1020. Gedeckter Güterwagen. Und hier haben wir diese Lokomotive, die 88211, als Artikelnummer. So, Zugpackung, noch als Handmuster, die 81282, Zugpackung Eurocity 64 Mozart. Und hier ein Handmuster, die 88510, diese Lokomotive V90, also die Baureihe 95, Autotransportwagen. Dann haben wir einen Bausatz Bahnhof, dort im Bild. Und dann hier Carbid Flaschenwagen Set, die 82092. Und da hinten Bausatz Behelfsstellwerk. Hochbordwagen sehen wir hier im Bild, die 82584, Bausatz Prellbock, hier 89013 und ein Wagenset, Bulgana Bäder. Und hier 88096, die Center-Lokomotive. So, und zu guter Letzt sehen wir hier anlässlich 158-2 Baureihe. FIFA Ausführung anlässlich der Fußball-EM. Hier
für Märklin und für Trix H0. Hier im Bild. Ah, ist doch mal ein schickes Modell. Die 25368 als Version Trix und die 36649 als Märklin-Version. Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und abonniert gerne den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Euer Micke. Ja, guckt euch mal an. Märklin. Ja, die verschiedenen Spuren gibt es natürlich, die verschiedenen Neuheiten hier zu sehen. Ich habe ein Video drüber gemacht. Entweder kommt das noch oder ihr könnt das noch euch ansehen hier. Hier zum Beispiel eine Neuheit. So, guckt euch mal an. Wir können die Besucher auch die auf den Anlagen die Züge sehen, wie die dann hier langfahren. Man sieht natürlich auch ein bisschen Landschaft. Und bekommt einen kleinen Einblick hier neben den Anlagen, die hier ausgestellt sind, über die Modelleisenbahn. Ja, und wenn ihr noch nicht abgeschaltet habt, dann kann ich ja nochmal gehen in die Clubmodelle ganz kurz bei Märklin Trix. Ja, bei Märklin Trix, wer Clubmitglied ist, der kriegt natürlich hat die Möglichkeit, ein Clubmitglied zu Modell zu bekommen. Und ansonsten gibt es ja für Mini Trix und für Trix und für Märklin gibt es ja diese Museumswagen. Ja, aber die müsst ihr euch natürlich hier zum Beispiel auf den Messen könnt ihr die kaufen. Da war der Ansturm hier riesig gewesen nach solchen Clubmodellen. Einfach mal vorbeischauen bei Märklin am Stand. Ja, damit verabschiede ich mich jetzt hier wirklich. Ihr seht, die Auswahl ist riesig, wenn ihr so ein Clubmodell bekommt. Und hier ist jetzt das Modell, also das Museumsmodell von 24 gewesen. Museumswagen.